Okay. Also fangen wir mit Licensing direkt an. Genau, das erläutere ich gleich. Also früher hatten wir, gestern. Ihr kennt alle diesen Sentinel RMS License Manager. Das ist so ein Service, der läuft und da könnt ihr Lizenzen für UFT einspielen und dann auf dieser Maschine, wo der läuft, müsst ihr halt im UFT angeben, IP-Adresse, Name und dann verbindet er sich damit und holt sich die Lizenzen. Ja. War ein bisschen buggy ab und zu. Ja. Kann der Herr Bertog auch, der Thomas, Lied von singen. Wir haben das realisiert und eine neue Portal geschaffen. Das heißt HP Autopass License Server. Und die Idee ist, dass das nicht nur für UFT sein soll. Ja? Es ist ein License Management System, kommt mit unseren Produkten mit dazu. Also wenn ihr eine UFT-DVD habt, 12.5, dann könnt ihr den genau wie damals den Sentinel Server installieren. Und der wird dann halt auf dem Rechner, wo ihr das installiert, implementiert. Und dann habt ihr hier License Usage, verschiedene Menübereiche. Und hier seht ihr, das ist die Lizenz, die ich aktuell verwende. Ja. Also ich habe kein UFT gestartet. Ich habe hier 5 Lizenzen zur Verfügung. Keine ist aktuell live. Keine ist ausgeliehen. Ich könnte hier jetzt noch weitere Lizenzen einspielen, wie für Service-Virtualisierung und die anderen Produkte, die HP in dem ADM-Bereich hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur ADM ist oder auch weitergehend die ITOM-Produkte beinhaltet. Aber ADM soll zentralisiert dann ein Lizenzmanagement-Tool bekommen. Genau, also aktuell ist Named License ist ja implementiert in Agile Manager. Concurrent, wir wissen, dass das ein Challenge ist. Wir haben das auf der Roadmap. Über seitliche Daten kann ich leider keinen Ausdruck geben. Also es ist auf unserer Roadmap, dass da für Agile-Manager auch Concurrent License kommen werden. Auf jeden Fall, das ist dieser Lizenzmanagement-Portal, ja. Hier könnt ihr dann reservieren, also ist auch wirklich noch ausbaufähig, ist auch eine Beta, ja. Daher habt ihr hier verschiedene Punkte, User Management, wer hat Zugang auf dieses System, hat teilweise auch mit Internet Security bei mir jetzt auch zu tun. Er zeigt quasi einige Menüpunkte auch nicht richtig. Das liegt aber jetzt auch an der Beta, die wir installiert haben, ja. Aber Zukunft, es wird alles in diese Richtung gehen, dass man halt hier dann die ganzen Produkte hat und sieht, welche Produkte, wie viele Lizenzen habe ich, wie viele werden verwendet und hat auf einen Schlag wirklich den kompletten Überblick. Ja. Aktuell noch nicht. Also ich weiß nur, dass wir Lizenzmanagement machen. Ich denke, das sind Punkte, die zu dem Feature beitragen werden. Nur was genau auf der Roadmap ist, das kann ich in Erfahrung bringen und das könnten wir gegebenenfalls auch beim nächsten Mal diskutieren. Aber das wäre natürlich auch etwas, was für euch von Vorteil wäre, wenn man grafische Analyse machen könnte, gerade auf UFT, Service-Virtualisierung, ALM, dass man das alles zentral sieht. Ja? Das wird von uns, gerade bei uns, wird es auch häufig gebaut, den Timeout. Je nachdem setzen wir den Timeout, wie wenn wir noch knapp sind mit Lizenzen, also sagen können, okay, komm, setzen es runter auf eine halbe Stunde, wir wollen reichen und meistens ist eine kleine Zeitspanne, die dann wirklich die hohe Usage-Steuer ist. Und so können wir das eigentlich relativ gut steuern, ohne dass wir jedes Mal vielleicht noch mal fix Lizenzen dazu kaufen. Ist nicht so vorteilhaft für Kuno, aber er lebt da auch damit. Also das wird sich entwickeln. Ja. Also wir fangen jetzt damit mit einem zentrales Management-Portal an. Gut, das war Licensing, UFT. Jetzt die Striche. Aktuell gibt's das noch nicht, aber die Richtung geht in zentrales Management. Genau, jetzt kommen wir zu den Strichen. Dani hat ja sich freiwillig geoutet, dass er diesen Ausrufezeichen gezeichnet hat.
Wer hat die anderen Striche gemacht? Also was würde euch interessieren im Bereich BPT, UFT? Ja, Peter? Also mir wurde gesagt, dass BPT, UFT 1 zu 1 Schritt. Das heißt, was ich automatisiere, wenn man manuell ausdrückt. Ja. Stimmt das? Das stimmt. Ja, das ist das, warum wirklich sehr wichtig ist. Also wir können mal, wir haben ja vorhin einen Testfall erstellt. Den haben wir in ILM hoffentlich abgespeichert. Wir können mal gucken, ob wir den manuell ausführen können. Ja, aber dann umgekehrt gehen wir noch davon aus, dass es kein UFT noch gibt. Und dass man das ohne UFT manuell ausführen kann. Und dann, dass wir nachher, wenn es möglich ist, automatisieren können. Wir schauen mal. Also wir schauen mal, was jetzt existiert, und ich glaube, ich habe deinen Punkt. Den schauen wir uns auch gleich an. Okay, also die Frage war, erstmal das, was ich jetzt zeigen werde, ob man so einen BPT-Testfall, den wir vorhin aufgezeichnet haben für die Swiss Testing Community, diese Slide-Anwendung mit den unterschiedlichen Komponenten, ob man den auch manuell ausführen kann. Und andersrum dann, wenn ich einen manuellen BPT-Testfall habe, wie leite ich ihn in die Automatisierung ein? Okay, also ich habe hier jetzt schon mal den Testfall. Ich müsste ihn in die Test-Lab, wo die Ausführung stattfindet, Swiss Testing Community STC, und hier füge ich den Testfall hinzu. Light Reservation. So, wenn ich jetzt ganz Standard auf Play drücke, wird er ihn automatisch ausführen, weil er merkt, da sind Skripte dahinter. Ich könnte dann sagen, auf lokale Maschine ausführen, dann wird der UFT starten, das gleiche machen, was wir vorhin gesehen hatten. Jetzt habe ich ja mit HP ILM die Möglichkeit zu sagen, run with manual runner. Ja, for instance. Und dann sagt er, okay, willst du den Testfall ausführen? Ich sage, okay. Passt. So, was passiert jetzt? Jetzt zeigt er mir hier, ich muss jetzt den organisieren. So. Zeigt er mir hier alle Komponenten mit den Schritten, ja, die er aufgezeichnet hat. Der erste Schritt lautet open, diese Excel soll gestartet werden. Also, habe ich gemacht, kann ich dann sagen, passt. Der nächste Schritt ist, enter John in Agent Name. John, erledigt. Next ist encrypted password, gut, ich weiß, wie es ist, HP, erledigt. Und click on OK. Habe ich gemacht, passt. Dann öffnet er mir die nächste Komponente, Book Flights. Und dann geht's weiter. Ja? Das heißt, ich habe den manuellen Testfall eigentlich gar nicht geschrieben. Wir hatten ihn ja aufgenommen und er hat die manuellen Schritte quasi mit aufgezeichnet. So, jetzt, wann kann man das gebrauchen? Für manuelles Testen definitiv, wenn jetzt zum Beispiel der Automat aus irgendwelchen Wartungsgründen gerade nicht verfügbar ist, ja, und die Testfälle müssen ausgeführt werden, dann kann man hier hingehen, die automatischen erstellten Skripte, so wie wir das vorhin gemacht haben, könnte man dann manuell ausführen. So, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie müsste ich vorgehen, wenn ich andersrum kommen würde? Wenn ich manuelle Komponenten habe, wie würde ich die in Automatisierung umwandeln? Ja? Ich mache aber hier ein ganz kleines Beispiel. Das ist klar für jeden, was wir hier gemacht hatten? Okay. Gehen wir nochmal zurück. So. Was ich machen müsste, wäre quasi erstmal im Components-Modul, ich würde erstmal eine manuelle Komponente schreiben. Machen wir hier einfach mal Peter Pfeil. So? Ja. So. Und dann sagen wir, wir haben eine Login-Komponente. Und ich glaube, das ist auch interessant, weil jetzt würde ich quasi all das, was ich vorhin hatte, müsste ich erstmal manuell machen. Hier über dem Snapshot kann ich sagen, das ist mein Snapshot. Der wird jetzt hinzugefügt, ist jetzt in dieser Komponente drin. Und ich könnte jetzt hier hingehen und sagen, Open Flight Application, das manuelle Schritt. Erwarteter Resultat Login Dialog appears. Ja. Schritt 1. Schritt 2 wäre Enter Agent Name. Ich mache es einfach. So, Enter Passwort. Und press OK. So, das ist die eine Variante, wie ich das machen könnte. Oder ich würde den Sprinter nehmen
Mit Sprinter kann ich auch manuelle Schritte aufzeichnen. Ja? Einfach Recode und dann Aktion ausführen und er schreibt quasi mit. Ja? Jetzt habe ich den manuelle Komponente. Jetzt muss ich sie in Automatisierung umwandeln. Das heißt, ich müsste erstmal hier hingehen auf Automation und dann kann ich sagen Add Automation. Auch für eine Beta haben die das gut gemacht. Im Ernst jetzt, ja? Das funktioniert alles, ja? Ich dachte jetzt, also früher hatte ich ja ein bisschen Angst, immer zu klicken. Jetzt schon komfortabel. Also was ich jetzt hier sehe, ist erstmal wirklich nur Kommentare für den Automatisierer, was er machen muss. Schritt 1, 2, 3, 4. Was ich jetzt hier machen könnte, ich könnte sagen, nimm hier diese Application Area. Und jetzt müsste quasi der manuelle oder der Automatisierer hingehen, Object Repository aufbauen und das automatisieren. Das machen wir auch geschwind. Der Weg von manuell auf automatisch ist länger, ne? Und ist auch mit bisschen mehr Aufwand verbunden als andersrum. Gleich automatisieren. Also wir sagen ja, das lohnt sich mit den Lösungen von HP Mercury ist eh stabil, ja. Also Konzept passt. So, jetzt könnte ich die Komponente hier öffnen, erstmal wieder mit ILM verbinden. Close, open. Er öffnet den Test. Ich müsste hier Open Component sagen. Dann gehe ich in Peter seinen Folder, da habe ich Login. Jetzt habe ich hier diese Schritte, ja. Jetzt könnte ich auf Record drücken. Flight Application starten. John. Er zeichnet nicht auf. Warum zeichnet er jetzt nicht auf? Das nochmal hier minimieren. Doch, er hat aufgezeichnet. Aber später. Gut. Versuchen wir es weiter. Er hat es nicht gezeigt. Nochmal. John. HP. Und OK. Jetzt Stopp drücken würde. Nee. Er zeichnet aus irgendwelchen Gründen noch nicht auf. Aber das könnte jetzt an der Beta liegen, ja. Dass da was noch nicht passt. Aber grundsätzlich müsste man dann so vorgehen und dann hätte er die Schritte aufgezeichnet und die Komponente wäre dann quasi bereit, ja. Also wie verwende ich das wieder? Also ich habe ja eine zentrale Datenbank, das ist HP ILM, QC. Und dann habe ich hier im Testplan meinen Testfall, ja. Und da sehe ich drin in meinem Testfall, das sind alle Komponenten, die ich habe. Ups, falsch geklickt. Nochmal zurück. Und diese Canvas-Ansicht hier, Canvas-View. So, jetzt habe ich hier den Login, ja. Jetzt könnte ich hier noch einen Testfall erstellen. Dann Testcase 2. Ja. Und da brauche ich den Login wieder. Also werde ich den Business Process Testfall nehmen und könnte dann hier sagen Select Component und würde quasi dann hier Login wiederverwenden, Close App wiederverwenden und dazwischen könnte ich dann unterschiedliche Komponenten verwenden. Das ist neu, ja. Das war schon immer da, nur die Ansicht ist neu. Ja, genau. Diese Ansicht ist neu, ja. Aber diese Art und Weise vom Arbeiten ist schon mit BPT immer gewesen. Ja. Und ich sehe dann auch automatisch hier die Verlinkung von Parametern, erhebt sie auch automatisch. Ich glaube, das macht schon einiges einfacher. Ja. Gerade das ganze Parameter-Handling. Auf Testfallebene habe ich die Parameter eher vererbt, die Werte nach oben hin. Ja. Und ich sehe sie dann direkt am Testfall. Wie meinst du das? Gleich die
Und ich meine, wenn Starttrainer bei Raven hier guten Fort und mit der Interviewt vielleicht geübt. Genau, das wäre dann quasi, wenn ich dann halt die eine Komponente habe, hier zum Beispiel Book of Light. Das ist ja, wenn ich reinkomme, dann habe ich die Komponente Book of Light, wo ich Frankfurt, also from to auswähle, Ticketanzahl und Klasse auswähle. Da könnte ich jetzt noch einen Checkpoint reinmachen und prüfen, es steht da wirklich das, was vorher da war. Und könnte Parameter miteinander verlinken, ja. Das mit dem Verlinken, das glaube ich, kann ich schnell mal zeigen. Also am Login habe ich einen Output-Parameter und am Close-App hätte ich einen Input-Parameter. Das könnte ich dann hierüber am Login erstmal einen Output-Parameter anlegen. Irgendwas, Login-Output, Output. Und am Close-App mache ich einen Input anlegen. Close-App-Input. Gesundheit. Hier Refresh, dann seht ihr, hier gibt es einmal Output-Parameter und Input-Parameter. Jetzt könnte ich die hier verlinken, und zwar müsste ich erstmal in die Grid zurück und hier bei Close App Input könnte ich sagen, nimm mal bitte den Output vom Login, und dann ist das quasi so verlinkt. So könnte man dann die Validierung auch machen. Hier hätte ich den John, den gebe ich mit, und hier würde ich den John prüfen, dass er da ist. Dann wird, wenn ich da oben Amir hätte, dann würde er Amir weitergeben und wird dann geprüft, ob Amir auch in der GUI gestanden hätte. Weitere Fragen? Vorstrom raus. Datentabellenanwendung. Ist das auch mit allen anonymisieren oder muss man da wieder rein? Na, Datentabellenanbindung lässt sich auch mit ALM realisieren. Gibt es zwei unterschiedliche Versionen. Einmal statische Datentabellen, das sind so CSV, kannst du exportieren und wieder importieren. Das wäre dann hier flat, wirklich sichtbar. Oder du könntest Dynamic machen und dann könntest du, wie auch bei UFT, könntest du auf dieses Testressourcenmodul drauf zugreifen, hättest dein Data Table vorbereitet und dann könntest du die hier auswählen. Lokal wäre dann hier static, die müsstest du dann importieren. Ja. Also zentral wäre dann wirklich in Test-Ressourcen-Modul Datentabelle hochladen. Also hier mit BPT. Also BPT hat ein eigenes Versionierungssystem eingebettet in ILM. Ja, und BPT funktioniert ohne ILM gar nicht. Ja, und somit würde es nicht gehen, dass man auch das importieren würde gehen. Aber wenn du die Datentabelle in Subversion änderst, die Änderung kriegt er nicht mit. Du musst nochmal importieren. Genau. Weitere Fragen? Wenn die Fälle, die du gemacht hast, heißen zwar Geschäftsprozesse, aber das ist ja eigentlich sehr billig. Ja, die Applikation ist billig, ja, die ich teste. Ja, zum Beispiel Tagesendverarbeitung. Ja. Wie kriege ich das denn hin, wenn ich heute einen Testball ausführe, dann warte ich einen Tag und ich mache morgen an der Stelle weiter. Du kannst aber auch, ja, zum Beispiel Workflow, wenn ich ihn so aufbauen würde, dann würde ich Workflow-Komponenten hätte, also Geschäft beantragen, Geschäft bewilligen, Geschäft abwickeln, Geschäft aktivieren. Wenn ich das so aufbauen würde, würde ich dich aber auch ein- und auswerfen. Also was du machen könntest, wäre, du hast ja diese Tagesabwicklung, die dauert dann einen ganzen Tag lang. Ja. Wir bieten eine Lösung an, die heißt Service-Virtualisierung, ja, dass man halt sagt, diese Abwicklung dauert nicht so lange, ja, dass ich wirklich nur bis zu einem Punkt hingehe, prüfe und dann starte ich den Job entweder manuell oder simuliere ihn, dass ich Antwort zurückkriege und der Test halt weiterlaufen kann. Das war Variante 1. Die Variante 2 wäre wirklich zu warten dann, ja, dass man dann Timer einbaut. Die Komponente wartet dann bis zu einer gewissen Zeit oder bis bestimmte Konditionen in der Datenbank existiert und dann macht die weiter. Also komplexere Sachen sind damit auch abbildbar, aber BPT ist ganz klar ein Framework und Framework bedeutet
Es ist, hat Rahmenbedingungen und somit auch Limitationen, was nicht schlecht ist. Limitationen sind auch gut, dass man sich wirklich innerhalb dieses Rahmens aufhält und dann kriegt man auch den Benefit. Ja. Mit BPT kann man jetzt nicht die komplexesten Testfälle abbilden, automatisiert. Könnte man schon mit viel Scripting-Arbeit, aber empfohlen ist es nicht, weil der Wartungsaufwand ist extrem hoch. Ja. Und deshalb straightforward, Regression und immer mit dem Fokus bei Testautomatisierung, den manuellen Tester zu entlasten. Ja. So viel Arbeit, wie du den abnehmen kannst durch Automatisierung, das ist dann halt der Ansatz, den BPT hauptsächlich verfolgt. Ansonsten mit UFT kann man da wirklich in die tiefste Ebene programmieren, skripten und komplexeste Sachen abbilden. Wie mache ich das denn jetzt, um zu der Datenverwaltung zu kommen? Also ich mache Geschäft beantragen, Geschäft bewilligen. Jetzt logge ich mich ein, beantrage 20 Geschäfte, logge mich wieder aus, logge mich mit dem anderen ein und bewillige die 20 Geschäfte. Und da will ich das an. Wie bildest du das ab? Warte mal, wir müssen jetzt ein bisschen zeichnen. Ich glaube, das aufzeichnen. Wenn du musst, kannst du aufzeichnen. Ja. Weißt du? Ich glaube, so was Ähnliches habt ihr auch, oder? Gut. Ich habe einen kleinen Zurückzahl, Leute. Ich habe sogar mal für die Mikrobank anders. Also was ich generell erstmal fragen würde, hier werden ja bestimmte Nummern generiert, oder? Ja, natürlich. Genau. Und damit hat sich, glaube ich, das schon erledigt. Weil die Nummern kann man hier weitergeben. Also hier würde ich quasi dann das hier reinstellen in Output-Parameter, genau wie wir es eben gesehen haben. Also über Iteration würde sich das abbilden lassen. Ich versuche mal. Also jetzt, ich habe diese Applikation nicht, aber ich versuche mal von dem Gerüst das mal aufzubauen. Ja? Erstellen wir mal Login, Logout haben wir. Machen wir Geschäftsfall anlegen und quittieren. Peter, ich benutze einfach mal deine. Ja? Geschäftsfall Antrag. Geschäftsfall Antrag. So, was brauchen wir? Wir brauchen Eingabeparameter, Input, whatever und Output. Output. So. Und dann haben wir Geschäftsfallbewilligung. Geschäftsfallbewilligung. Und der hat dann Input und Output braucht man eigentlich gar nicht. Der hat Input, ja. Input, whatever. Output würde, wenn das weitergehen würde, die Kette, das können wir uns selber denken. So, jetzt habe ich hier. Der Output ist ein, weil der Input ist ein. Bitte? Der Output vom Antrag ist der Input vom Bewilligung. Genau, so könnte das sein, ja. So, jetzt haben wir hier einen Geschäftsfall oder Geschäftsfälle. Geschäftsfälle abarbeiten. BPT. Parameter haben wir hier Login. Das ist Logout, ja. So, ich muss nochmal ganz kurz nachdenken. Login, Logout. Und hier zwischen kommen diese Geschichten. Ich muss aber ganz kurz nochmal löschen, weil er hat hier was aktiviert. Ich müsste das deaktivieren. Beim Testfall. Testfall. Alles gut. So, und dann machen wir hier und Login. Das ist kein Problem. Also ich will ja Login und Logout von Flight Reservation verwenden, um das Gerüst auszubauen.
Without promoting. Okay. So. So, und jetzt kommen hier zwischen, kommen dann von dem Thorsten Antrag. So, das ist erstmal so das Grund, Prinzip. Jetzt haben wir hier natürlich Iterationen, ne? Könnte ich hier, na, wo ist es? Whatever. Hab Iteration hinzugefügt, ja? So ist das weiter. Habe ich da nur ein Output angelegt hier? Ich habe gar keinen Input angelegt. Ja, ich war auf Output gewesen, der heißt zwar Input. Keiner von euch hat mich gewarnt. So, so hier. Dann habe ich hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. 8 Stück. Und ich könnte dann hier sagen, Output mit dem und hätte quasi die Dings ab angelegt. Ne? Also in dem Fall hätte ich dann quasi abgebildet. Ne? Mhm. Und dann die Skripte würden dann da drin halt ihre Aktivität durchführen. Also komplexere Sachen, wenn man wirklich straightforward machen würde, kapiert er, und hier sieht er ja, sind 8 Iterationen, ja. Genau. Passt. Next. Kann man dort auch strukturierte Objekte hinzufügen? Also sind das Strings, was dort hinzufügen? Hier ist nur String numerisch. Genau. Objekte sind noch nicht möglich. Du meinst jetzt wirklich so ein Objekt, was von hier... Ganz im Geschäftsfall eigentlich. Das dann so. So. Irgendein, ich meine, der Geschäftsfall könnte ja irgendein auf einem Cluster sein, dann wird ein Objekt angelegt und da wird dann ein Betriebs. BPT fokussiert nur vom Fachlichen, also wirklich so wenig technisch wie möglich. Und deshalb, fachlich ist halt String, dass sie nicht umgehen können, das will ich nicht sagen, aber ist wirklich ganz klein gehalten, straightforward. Das geht mit Service-Test übrigens, ja. Kann man Objekte Input-Output übergeben? Aber mit BPT ist das nicht möglich. Aber ich kann nur GUI. Du kannst GUI und API. Du kannst auch API-Komponenten abbilden. Ja? So wie hier. Du kannst am Anfang sagen, okay, vielleicht habe ich hier Geschäftsfälle, lege ich über einen Webservice an und die teste ich dann, ob die in der GUI vorhanden sind. Das geht auch, ja. Ja. Welche ALM-Version? Also hier ist sie schon drin, aber als Technical Preview. Ich kann es mal kurz zeigen, damit wir ein bisschen sehen, wie das... Wir brauchen aber einen manuellen Testfall. Nee, brauchen wir nicht. Ab Version 12.2 ist es im Test, also Testing-Modul ist drin, aber nur als Technical Preview. Heißt, ihr könntet es